Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoreihe von Mathematik macht Freude, Freunde. Mein Name ist Christoph und ich bin dein Coach für dieses Arbeitsblatt Proportionalitäten. Du findest das Arbeitsblatt unter der unten angegebenen Website, von der du es auch kostenlos herunterladen kannst. Bitte lade dir dieses Arbeitsblatt nun herunter und drucke es aus, damit du es während dieser ganzen Videoreihe auch griffbereit hast. Vergiss nicht, du kannst diese Videos jederzeit stoppen und auch pausieren, wenn du mal eine Pause brauchst. Wie der Titel dieses Arbeitsblattes schon verrät, besprechen wir in diesem Lernzyklus das Thema Proportionalitäten. Vor allem Proportionalitäten und die daraus folgenden Sonderfälle der direkten und der indirekten Proportionalität. Proportionalitäten sind in einer mathematischen Sprechweise vor allem Verhältnisse oder ein Verhältnis zwischen zwei beliebigen Größen. Das können Alltagsgrößen sein, wie zum Beispiel eine Menge von einem Obst und der dazugehörige Preis oder zum Beispiel ein Zeit-Weg-Diagramm oder es können natürlich auch mathematische Beispiele mit einem mathematischen Kontext sein, wie zum Beispiel auch der Radius eines Kreises in Bezug auf den Flächeninhalt des Kreises. Liegen hier spezielle Verhältnisse vor, wenn zum Beispiel stets der Quotient zwischen den beiden Größen derselbe ist, dann spricht man unter anderem vom Sonderfall einer direkten Proportionalität. In diesem Lernzyklus werden wir uns genau solche Verhältnisse anschauen. Auf der einen Seite Verhältnisse, in der keine allgemeine Vorschrift zu erkennen ist, aber auf der anderen Seite auch Verhältnisse, die zum Beispiel direkt oder indirekt sind, in denen wir stets eine besondere Vorschrift oder eine Gleichung auch erkennen können und die wir natürlich auch für weitere Berechnungen in diesem Beispiel oder auch im Alltag auch verwenden können. Du hast wahrscheinlich schon oft im Alltag in deinem Leben Proportionalitäten wahrgenommen. Aber wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich auch so, hast du sie als solche noch nicht richtig erkannt bzw. auch mathematisch beschreiben können. Mit dieser Videoreihe bekommst du vor allem auch ein Gefühl, mit wachen Augen durch den Alltag zu gehen und in den verschiedensten Beispielen und in den verschiedenen Erfahrungen, die du auch machst, auch etwas nicht nur wahrzunehmen, sondern natürlich auch das Wichtige, vor allem mathematisch auch zu erkennen. Also nicht nur alltäglich wahrzunehmen, sondern auch mathematisch zu beschreiben. Wir möchten also unsere Vorstellung, unsere Lebensvorstellung jetzt mathematisch erweitern und versuchen jetzt grundsätzlich solche Verhältnisse oder solche Proportionalitäten zwischen zwei beliebigen Größen eben als direkt, als indirekt oder als allgemeines Verhältnis auch zu beschreiben. Das ist auch der Grund, warum wir hier ausgehend von deinen Lebenserfahrungen, jetzt in der Schule, zu Hause in der Familie oder auch im Alltag, wenn du mit Freunden unter anderem auch unterwegs bist, aufzugreifen und mathematisch gesehen jetzt weiterzuentwickeln, dass du auch mit Hilfe von Formeln, mit Faustregeln auch solche Verhältnisse auch beschreiben kannst. Zum Thema Proportionalitäten und in diesem Lernzyklus wollen wir uns grundsätzlich auch anschauen, was sind überhaupt Zuordnungen und welche Regeln gibt es hier? Was sind auch Proportionalitäten? Was haben jetzt Proportionalitäten mit Zuordnungen zu tun? Wo treten unter anderem jetzt vor allem Proportionalitäten auf? In welchen Bereichen unseres Lebens treten jetzt Proportionalitäten auf? Da kann ich dir unter anderem schon drei wichtige Erfahrungen oder Anwendungsbeispiele mitgeben. Unter anderem, wenn es immer grundsätzlich um beispielsweise Weg-Zeitverhältnisse geht.
Wenn du zum Beispiel auch in der Geometrie mit Formeln beispielsweise auch arbeitest. Wir werden uns da viele verschiedene mathematische Beispiele auch anschauen. Da gibt es unter anderem das Verhältnis eben von Radius eines Kreises zum Flächeninneren eines Kreises. Liegt hier jetzt ein spezielles Verhältnis, eine Proportionalität vor, wie direkt, indirekt, oder ist sie einfach eine allgemeine Proportionalität, ohne jetzt eine spezielle direkte oder indirekte Proportionalität? Das sind jetzt grundsätzlich zwei Anwendungsbeispiele, zwei Beispiele, die wir grundsätzlich in unserem Leben immer wieder auch erfahren dürfen, auf die wir immer auch wieder treffen. Und im Allgemeinen ist es aber so, dass Proportionalitäten im gesamten Alltag vorkommen. Sei es jetzt grundsätzlich im Supermarkt, wenn es jetzt darum geht, eine Menge mit einem Preis zu vergleichen. In der Leichtathletik, im Sport, wenn es darum geht, Zeit, Wege, also Zeit und den Weg miteinander zu vergleichen. Oder wenn es grundsätzlich auch um das Aufteilen von Süßigkeiten oder grundsätzlich auch einer Torte bei einer Geburtstagsfeier geht. Hier spielen immer Verhältnisse eine ganz wichtige Rolle und von daher ist der gesamte Alltag auch von diesen Proportionalitäten umgeben und daher Ausgangspunkt unseres Lernzykluses, wo wir von deinen Erfahrungen ausgehen werden, um dann konkret jetzt diese Erfahrungen auch mathematisch mit Hilfe von Formeln, mit Proportionalitäten, mit einer Faustregel auch zu beschreiben und zu definieren. Dann wird ein wesentlicher Aspekt in diesem Lernzyklus auch sein, welche Arten von Proportionalitäten gibt es? Die direkte Proportionalität unter anderem. Was ist die direkte Proportionalität? Welche Faustregel gibt es dafür? Welche Beispiele können wir hier formulieren? Wo wird die direkte Proportionalität auch angewandt? Wo tritt sie auf? Welche typischen Beispiele gibt es dafür? Und wie können wir diese typischen Beispiele auch für viele andere Beispiele dann in unserem Alltag verwenden? Dann auch die indirekte Proportionalität. Was ist sie? Welche Faustregel gibt es hier? Welche allgemeine Formel für dieses Verhältnis können wir hier definieren? Beziehungsweise auch, welche konkreten Anwendungsbeispiele hat hier jetzt wieder die indirekte Proportionalität? Und schlussendlich werden wir diese direkte und die indirekte Proportionalität dann auch verwenden für die Anwendung bei Schlussrechnungen. Du bist wahrscheinlich auch schon oft in Kontakt mit Schlussrechnungen gekommen. Und hier gibt es grundsätzlich auch die Möglichkeit, Schlussrechnungen mit Hilfe der direkten und der indirekten Proportionalität auch gut zu lösen und hier passende Formeln dafür zu finden, um jetzt relativ einfach und auch kompakt Schlussrechnungen auch zu berechnen. Das heißt, in den folgenden Videos werden wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, von deinen Lebenserfahrungen ausgehen und damit uns mit diesen Fragen auch beschäftigen und anhand einiger gut ausgewählter Beispiele eben die direkte, die indirekte Proportionalität oder auch allgemein Proportionalitäten gemeinsam zu üben und auch bei Schlussrechnungen danach anzuwenden. Welches Ziel haben wir also jetzt gemeinsam in diesem Lernzyklus? Unser erstes Ziel ist es, Proportionalitäten, Verhältnisse jetzt in Beispielen einmal zu erkennen, aber dann auch im Alltag zu erkennen. Das heißt, dass du sensibel dafür wirst, jetzt Proportionalitäten im Alltag grundsätzlich auch zu erkennen und damit auch grundsätzlich Proportionalitäten für den Alltag zu verwenden, um jetzt Beispiele, konkrete Anwendungsbeispiele auch lösen zu können. Dann werden wir auch weitergehen einen Schritt, und zwar eben diese direkte, die indirekte Proportionalität als zwei Sonderfälle dieser Proportionalität eines Verhältnisses identifizieren und natürlich auch versuchen, wenn wir jetzt konkret zwei Größen gegeben haben, ob diese zwei Größen in einem Verhältnis zueinander stehen oder eben nicht. Das heißt, ausgehend von der Angabe zweier Größen versuchen wir jetzt eine Proportionalität herauslesen zu können
Und auch umgekehrt, wenn wir jetzt die Proportionalität auch gegeben haben, welche möglichen Größen hier auch in Frage kommen könnten. Und unser letztes Ziel, wie ich auch schon vorher genannt habe, wird sein, dass wir die direkte und die indirekte Proportionalität und deren Faustregel jetzt verwenden, um jetzt gezielt Schlussrechnungen und auch Anwendungen davon auch lösen zu können. Da habe ich grundsätzlich auch zwei passende Grafiken in einem Mathematikbuch der zweiten Klasse auch gefunden. Ein Comic, und zwar auf der einen Seite diesen Bleistift, diesen sprechenden Bleistift, der jetzt Äpfel abwiegt, und zwar 2,5 Kilo, und die kosten 5,50 Euro, also 5,50 Euro. Und jetzt möchte dieser Bleistift auch wissen, wie viel kostet 1 Kilo davon. Die Frage ist, welche Proportionalität liegt vor? Liegt überhaupt eine Proportionalität vor? Und wie können wir jetzt seine Frage dann beantworten? Solche Beispiele werden wir uns unter anderem anschauen. Oder auch, wenn es um Kekse geht. Wenn wir 6 Kilogramm Kekse zur Verfügung haben, also ein tolles Beispiel, wenn wir uns an Süßigkeiten erinnern. Wenn wir 6 Kilogramm Kekse haben, was ziemlich viel ist auf einmal, und jetzt versucht dieser Bleistift, diese Kekse alleine zu essen. Oder er holt sich zwei, drei Freunde. Die Frage ist dann, wie viel Kilogramm Kekse oder wie viel Kekse allgemein kann jetzt jeder essen? Liegt hier eine Proportionalität vor? Können wir hier eine indirekte oder direkte Proportionalität vorfinden? Und wenn ja, welche Formel können wir aufstellen, damit wir auch wissen, wie viel Kilogramm oder wie viel Kekse jeder von den Freunden des Bleistifts auch essen kann? Das heißt, was haben wir jetzt grundsätzlich dann auch vor? Ich möchte dir jetzt ein, zwei Beispiele hier auch näher erklären, die wir im Laufe dieses Lernzyklus auch gemeinsam üben werden. Und zwar auf der einen Seite werden wir Alltagsbeispiele auch uns anschauen, wenn es grundsätzlich um die direkte Proportionalität oder auch um die indirekte Proportionalität geht. Beispielsweise durchaus typische Alltagsbeispiele sind eben Anzahl der Eiskugeln mit dem Preis oder die Fans bei einem Fußballmatch mit der Anzahl der Tore. Gibt es hier Verhältnisse? Gibt es hier direkte Verhältnisse? Das sind so Alltagsbeispiele, auf die wir stets treffen können. Oder grundsätzlich unten, Michael hat eine Hausübung und hat am ersten Beispiel 20 Minuten gerechnet. Wenn jetzt so ein Freund ihm helfen würde, hätten wir 10 Minuten gebraucht. Ist das richtig? Liegt hier eine Proportionalität vor oder nicht? Das heißt, wir schauen uns solche Alltagsbeispiele an, auf die du immer wieder auch treffen wirst, und auf der anderen Seite aber auch Beispiele mit einem mathematischen Hintergrund, mit einem mathematischen Kontext. Wenn es zum Beispiel jetzt im oberen Bild um die Seitenlänge und den Umfang eines Quadrates geht, oder den Radius und den Umfang eines Kreises. Gibt es hier Proportionalitäten? Mit solchen Beispielen werden wir uns auseinandersetzen. Das heißt mit Alltagsbeispielen und auch mit mathematisch konkreten Beispielen, die einen mathematischen Hintergrund haben. In beiden Fällen müssen wir grundsätzlich dann überprüfen, ob es sich um eine Proportionalität handelt. Wenn ja, welche Proportionalität vorliegt und welche Faustregel, welche Formel wir auch hierfür finden können. Und natürlich auch vieles mehr, was wir uns anschauen an konkreten Beispielen, an konkreten Formeln und vor allem auch ausgehend von deinen Erfahrungen, die du bereits schon gemacht hast, werden wir hier konkrete Beispiele auch finden, beziehungsweise auch auf deine Lebenserfahrungen hier auch eingehen. Natürlich ist auch Platz für das selbstständige Üben. Ich werde mit dir einige Beispiele auch gemeinsam besprechen. Und natürlich ist dann aber auch Zeit und Platz, dass du auch selbstständig üben kannst. Wobei wir diese Beispiele natürlich dann auch gemeinsam im Anschluss vergleichen werden. Ich freue mich auf das gemeinsame Arbeiten mit dir und wünsche dir jetzt schon viel Erfolg für dieses Arbeitsblatt Proportionalitäten. Und vor allem viel Spaß!